Gäste und Freunde der Gilligie Maul. Herzlich willkommen in der Schulzenmühle in Heidingsfeld und die Sonne scheint. Besser kann es doch gar nicht sein. Wir haben den Ostermarkt, den 14. hier in Heidingsfeld und die Sonne ist auch rausgekommen. Wir freuen uns und sagen herzlich willkommen, dass ihr alle da seid und bedanken uns natürlich auch bei den Ausstellern, die hier ihre Arbeiten ausstellen und verkaufen. Es ist wieder ein wunderbar vielfältiges Angebot und so gehört es sich auch, wenn die Fastnachtsgilde Giemaul zum Ostermarkt einlädt. Wir danken an dieser Stelle natürlich auch unseren ehrenamtlichen und freiwilligen Helfern, die alles dafür tun, dass wir heute einen wunderschönen Nachmittag hier in der Schulzenmühle verbringen können. Und ein herzliches Dankeschön an euch alle. Wir freuen uns hier auch ganz besonders, dass wir unser amtierendes Giemaulpaar da haben, unseren Michael den Dritten und seine Pagin, die Monika die Vierte. Hallo. Und dazu unser fantastisches Kinder-Giemaulpaar, unseren Luca den Ersten und die charmante Aisha die Erste. Und jetzt spricht das Giemaul. Ja, liebe Besucher, liebe Hetzfelder, liebe Kinder, ich habe ja als amtierendes Giemaul so ganz besondere Fähigkeiten und habe mir dann mal, bevor die Fastenzeit losging, schon den Osterhasen mal geschnappt. Hab den ins Krieg gefasst und hab gesagt, Osterhase, du willst die Fastenzeit wie den Ostern. Und der Osterhase hat mir gesagt, liebes Giemaul, die Fastenzeit wird regnerisch, aber wenn es auf Ostern zugeht, dann kommt die Sonne raus. Pünktlich zu eurem Fest, schlägt das Wetter um und ihr werdet ein sensationelles Fest haben. Ihr werdet viel Spaß haben. Und spätestens, wenn es Ostern ist, dann kommt der Frieden raus und dann geht es richtig los. Und ja, der Osterhase hat uns im Stich gelassen, alles ist in Ordnung. Wir freuen uns. Jetzt wird's schön, die Sonne kommt. Und ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag, einen schönen Sonntag. Esst ein bisschen was, kauft was Nettes ein. Für daheim nehmt ein bisschen was mit und viel Spaß euch allen.